Versager! Okay, wir sind bereit, aber ich muss noch eine Weile bleiben. Ich soll noch einen Kontakt treffen. Was für eine Art Kontakt? Eine Einheimische. Es wird nicht lange dauern. Aber wenn ihr ihr zu nahe kommt, verscheucht ihr sie. Brandfackel? Es ist alles bereit. Ich habe die Überwachungsdaten und um den Rest habe ich mich auch gekümmert. Gutes Mädchen. Wer hat behauptet, dass ihr euch nicht die Hände schmutzig machen könnt? Hört zu, die anderen, sie sind raus. Sie werden nichts sagen, aber sie lassen ihre Narben verarzten. Es macht keinen Spaß mehr. Tja, okay, das sind Trottel. Wir haben uns beide. Ich muss gehen. Vergesst nicht, dass diese Narben noch tiefer werden können, wenn ihr mir Probleme bereitet. Idioten und Feiglinge, jeder Einzelne. Ich habe Adlige auf Alderaan getroffen, die weniger verhätschelt und ängstlich waren. Wollt ihr mir sagen, worum es bei dem Gespräch da ging? Ich habe in den Jahren ein paar Fans gewonnen. Das Mädchen? Die Tochter des Überwachungsadministrators. Warum hilft sie euch?
Aus demselben Grund, aus dem sie mir alle geholfen haben. Es sind behütete Kinder und Rebellion ist ein Tabu, das sie brechen können. Sie wollen Sakul nicht wirklich stürzen. Aber beinahe in die Luft zu fliegen, ein paar Narben zu kassieren, bevor die Droiden sie wieder hübsch machen, oh, das ist ein Zeichen des Stolzes. Die Sprungtruppen werden uns bald finden. Wie viele Koppler müsst ihr noch verdrahten? Nur noch einen. Die Show kann schon sehr bald losgehen. Wie stark bist du jetzt?
schlage ein Geschäft vor. Ich habe euch überprüft, nachdem ihr die Fabrik in die Luft gesprengt habt. Ihr wart eine große Nummer, bevor ihr verschwunden seid. Ihr seid zu schlau, um kein eigenes Ziel im Hinterkopf zu haben. Sagt mir, worum es euch wirklich geht. Dann erzähle ich euch, warum ich auf Sakul bin. Ich war 5 Jahre lang weg. Ich habe alles verloren, was ich hatte. Ich werde mir alles zurückholen. Ja, ich auch. Wollt ihr wissen, warum ich hier bin? Bevor Sakul aufgetaucht ist, war ich selbstständig. Ich hatte einen Partner, Geld, Verbindungen. Wir haben Leute umgelegt. Der Krieg hat alles ruiniert. Für wen habt ihr gearbeitet? Für Banden, für andere. Über so etwas reden wir nicht. Jedenfalls bin ich auf meinen Füßen gelandet. Habe verschiedenste Jobs erledigt, einen Club betrieben, das Übliche. Aber ich werde meine Schulden zahlen. Vor langer Zeit hatte ich eine Anarchistenzelle auf Brental. Ich bin nach Sakul gekommen, um diese Arbeit wieder aufzunehmen. Die Bewohner von Sakul scheinen ihrem Imperator treu ergeben zu sein. Ihr habt sicher kaum Angriffspunkte gefunden. Das Problem sind die Leute hier. Nichts tut ihnen weh. Man jagt ein Gebäude in die Luft, die Droiden bauen es wieder auf. Man verletzt ein Stück Abschaum, die Droiden heilen es. Sie kennen keine Konsequenzen. Selbst als ihr ihren Imperator getötet habt, hat sie das kaum bewegt. Sie haben kaum Gesetze. Aber es ist keine Anarchie, wenn alles egal ist. Es ist nur ein Zuckerrausch. Es sind Sprungtruppen in der Nähe. Ich spüre es. Wir müssen weiter. Der Angriff auf die Überwachung ist vorbereitet, aber wir müssen erst einen Zwischenstopp bei meinem Apartment machen. Dort erwarten uns vielleicht noch mehr Droiden, aber ihr scheint für die Herausforderung bereit zu sein. Da sind wir. Meine Fans haben die Möbel gekauft. Lasst mich euch etwas zeigen.
Von hier aus kann man sehen, wie die Venkaiser-Brücke brennt. Niemand sagt, was passiert ist, aber ich habe so etwas noch nie gesehen. Mein Vater bringt mich um, wenn er erfährt, dass ich das aufzeichne. Brandfackel hat erneut zugeschlagen. Dieses Mal ist es der Raumhafen. Ich hatte riesige Angst, aber es war spannender als alles, was ich jemals erlebt habe. Dank sei Valkorion, dass mich die Druiden in Sicherheit gebracht haben. Graumarkt, Holos. Sie haben damit gehandelt, als wäre es ein Spiel. Jetzt seht euch das an. Der Fremdling ist zurück. Wir können froh sein, dass sie nur einen Energieausfall verursacht hat. Aber was ist beim nächsten Mal? Sakul sollte sicher sein. Es war schon immer sicher. Was passiert als nächstes? Das hört sich schon anders an, oder? Auf einmal machen sie sich Sorgen, weil ein Gebäude in die Luft gejagt wurde. Brandfackel hat sie beeindruckt, aber den Fremdling fürchten sie. Ich bin faul geworden. Dachte, bei diesen Leuten gibt es kein Durchkommen. Ich habe meine Ziele mit Brücken und Raumhäfen nur noch niedrig gesteckt. Aber wenn ihr ihnen Angst machen könnt, kann ich das auch. Ich schulde euch wohl Dank für den Weckruf. Nachdem wir die Koppler nun präpariert haben, können wir die Überwachung angreifen? So sieht es aus. Der Kraftfeldzyklus ist in einer Stunde. Dann verursachen wir den Energieausfall. In der Zwischenzeit gehen wir die Taktik durch. Ich habe Karten und alles. In der Droidensteuerzentrale läuft alles zusammen. Ihr holt euch eure Daten, ich jage die Maschinen hoch. Und erledige hoffentlich auch den Administrator. Seid ihr sicher, dass die Daten vollständig sind? Ein Grundriss der ganzen Stadt? Jeder Droide in dieser Stadt läuft mit diesen Einstellungen. Wenn ihr irgendwann den Turm angreifen wollt, ist das euer Ass im Ärmel. Es ist soweit. Schritt 1, die Koppler hochjagen. Das fühlt sich gut an. Na los, rechnet mit Droiden, vielleicht mit ein paar Rittern. Wie in alten Zeiten. Ist so leer wie ein Leben ohne Liebe. Ich würde die Existenz dieser Kreatur von meinem Thron aus erlauben. Sie kann die Perfektion nicht wirklich herausfordern, aber verbessern. Doch auch wenn Chaos faszinierend sein kann, kann es nicht andauern.